Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In dieser Sendung wird uns Thomas Gebhardt einen Ausblick auf das Jahr 2022 geben und wir fokussieren uns dabei auf den DAX. Herr Gebhardt, schön, dass Sie da sind. Halten wir mal fest, dass 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Börse war. Kann der DAX 2022 an die Performance anknüpfen? Hallo Frau Annatz, vielen Dank für die Einladung in Ihre Sendung. Ja, dazu schauen wir uns mal folgende Grafik an. Ich habe da zwei Linien übereinander gelegt. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Grafik, die es für Börsianer und überhaupt für die Finanzmärkte und das Wirtschaftsgeschehen gibt. Werfen wir zunächst unseren Blick auf die orangenfarbene Linie, wenn Sie sie im Bild sehen. Das ist der US-Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe, ISM Manufacturing. Im Weiteren kurz ISM genannt, von ISM wegen Institute for Supply Management. Die fragen also einmal im Monat Firmen und Einkaufsmanager, ob das Geschäft besser lief als im letzten Monat oder schlechter. Und aus dieser Antworten basteln einen Index, der so um die 50 schwankt und der ein relativ gutes oder ziemlich genaues Abbild der US-Wirtschaftstätigkeit liefert. Ist der Index so in der Gegend von 60, handelt es sich um einen Boom und bei einer Rezession oder Flaute pendelt der Index so um die 40 rum. Jetzt sehen wir das schon mal, dass das Wirtschaftsgeschehen in den USA so ungefähr in einem vierjährigen Takt sich bewegt. Die Tiefpunkte, ich hatte die mal mit, habe die mal mit Pfeilen markiert, orangenfarbenen Pfeilen. Tiefpunkte der US-Wirtschaftsentwicklung haben wir gesehen Anfang 2020, Anfang 2016, Anfang 2012, 2008 war diese große Wirtschaftskrise mit Rezession. 2004 fiel es ein bisschen aus, war etwas nur eine ganz milde Abschwächung. Dann 2000 war es ein bisschen später, 2001 und 1996 war auch eine Wirtschaftsabschwächung. Dieses Konjunkturzyklus, kann man sagen, der vierjährige, der wird auch vom DAX nachvollzogen. Also bei den Konjunkturaufschwüngen nach 2008, 2012, 2016 ging es jeweils mit den deutschen Aktien hoch, besonders stark mit den konjunktursensiblen Werten, also Siemens, BASF und Daimler. Die konnten besonders stark steigen. Siemens nach Anfang 2012 50% mit der US-Konjunkturerholung. BASF nach 2016 ebenfalls 50% und nach 2000 sogar 100%. Während der Wirtschaftsabschwünge, die wir sehen in der Zeit, wenn sich diese orangenfarbene Linie ein bisschen neigt und nach unten fällt, da haben dann die konjunktursensiblen Werte schlecht abgeschnitten. Also das, was Siemens oder BASF von 2012 bis 2014 gewonnen haben, das haben sie dann von 14 bis 16 wieder abgegeben. In diesen Wirtschaftsabschwüngen traten auch oft Krisen auf. Also wir hatten 2012 im Wirtschaftsabschwung die Euro-Krise, dann 2015, Ende 15, 16 die China-Krise, 2018 war eine Base. Also die Wirtschaftsabschwünge sind nicht gut für den DAX und auch nicht so gut für die konjunktursensiblen Werte, die im DAX vertreten sind. In den Zeiten der Wirtschaftsabschwünge in den USA, da konnten sich dagegen konjunkturunsensible Positionen besser halten, wie zum Beispiel Nestle, ein Konsumgüterhersteller, der von der Konjunktur nicht so sehr betroffen ist, oder Pernod Ricard oder eben Gold oder US-Staatsanleihe. Meine erste Folgerung ist jetzt aus dieser Grafik, dass wir jetzt so ungefähr fast zwei Jahre in diesen Konjunkturzyklus schon hineingelaufen sind. Im März 2020 hatten wir den Tiefpunkt, sodass ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft ist und wir Frühjahrsrallye, Frühjahrsaufschwung kommen könnte. Der würde sich auch so erklären, dass jetzt langsam die Engpässe und Flaschenhälse, die es so bei den Zulieferern gibt, in den nicht genügend Chips für Autos zum Beispiel, dass sich das so ein bisschen auflöst und dann wir nochmal recht freundliche Kurse mit einem erneuten Wirtschaftserholung ins Frühjahr hinein haben könnten, also eine Frühjahrsrallye durchaus möglich. Zur Jahresmitte, zur zweiten Jahreshälfte hin, kann es dagegen sein, dass sich dieser US-Wirtschaftszyklus schon ein bisschen dem Ende neigt und die US-Wirtschaft sich etwas und damit auch die Weltwirtschaft leicht abschwächt.
Und das wird es dann Zeit vermutlich sein, sich etwas defensiver aufzustellen und eben in die Richtung Nestle, Pernod Ricard oder Gold oder US-Staatsanleihen zu denken. Also erste Hälfte des Jahres oder bis Mai vielleicht freundlich noch ein Konjunkturaufschwung, Weltkonjunkturaufschwung ausgehend von den USA mit einem steigenden DAX. Und in der zweiten Jahreshälfte könnten wir dann ein bisschen Gegenwind sehen. Was stellt denn die blaue Linie in der Grafik dar? Ja, über diesen Konjunkturverlauf habe ich einmal die Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe gelegt, also dem Zins für langfristige Ausleihung. Das ist im Grunde der Welteckzins, an dem sich alles orientiert. Jetzt sehen wir, dass diese beiden Kurven im gleichen Takt schwingen. Die Hochpunkte kamen zu gleichen Zeitpunkten und auch die Anstiege und die Rückschläge fanden zu den gleichen Zeitpunkten statt. Es handelt sich also um den gleichen Wirtschaftszyklus. Die 10-jährige Anleiherendite, der langfristige Zins, schwingt also auch im Rhythmus der US-Konjunktur. Das verwundert jetzt nicht bei einem Wirtschaftsboom. Wenn die US-Wirtschaft wächst, dann wird mehr Kredit nachgefragt und dann steigt der Zins eben für langfristige Ausleihungen. Und wenn die Konjunktur sich abflaut und es ist nicht so eine große Kreditnachfrage, dann sinkt der Zins. Das ist soweit plausibel, dass der US-Zins sich so ungefähr im gleichen Takt schwingt wie die US-Konjunktur. Jetzt kommt aber das Merkwürdige an der ganzen Sache. Wenn wir mal schauen, während den ganzen Jahrzehnten verlor die US-Anleiherendite im Schnitt 2 Prozentpunkte pro Jahrzehnt. Wie kann das zusammenhängen? Da gibt es ein Modell von Holsten, Laubach und Williams. Das ist Catherine Holsten von Harvard-Universität und Laubach und Williams von der amerikanischen Notenbank, die volkswirtschaftliche Größen in Beziehung setzen zum neutralen Zins, also dem Zins, der weder auf die Wirtschaft beschleunigend noch bremsend wirkt. Und jetzt stellt sich dabei seltsamerweise heraus, also nur auf den ersten Blick seltsamerweise, dass bei einer steigenden Staatsverschuldung die Rendite für Anleihen sinkt. Intuitiv würde man sich genau das Gegenteil denken. Der Staat braucht mehr Geld, muss Kredite aufnehmen, insofern muss der Zins steigen. Das Umgekehrte ist der Fall. Wir sehen es zum Beispiel an dieser Grafik vom Jahr 2008 bis 2016. Das war die Regierungszeit von Präsident Obama. In dieser Zeit hat die amerikanische Regierung unter Präsident Obama mehr Schulden aufgenommen als in ihrer gesamten Geschichte der USA vorher zusammengenommen. Die Obama-Regierung hat den Schuldenstand verdoppelt. Diese Schuldenorgie hat also nicht zu einem Anstieg der Anleiherendite geführt, sondern zu einem Rückgang von 5% auf 1,5%. So merkwürdig das ist, aber es erklärt sich so, wenn der Staat sich mehr verschuldet, der Staat behält das Geld ja nicht, er gibt es den Bürgern und dann steht bei den Bürgern auch mehr Geld zur Verfügung, zur Anlage, unter anderem in Anleihen. Deswegen sinkt der Zins, wenn der Staat sich mehr verschuldet, seltsamerweise. Und jetzt schließe ich daraus, dass Präsident Biden nun zur Konjunkturankurbelung viel Geld aufgenommen hat, das sich in dem Lauf der nächsten Jahre zu einer weiter sinkenden US-Anleiherendite führen sollte. Also die weiter steigende Staatsverschuldung in den USA sollte zu einem Rückgang der US-Anleiherendite und ich nehme an, in Richtung 0%. Wenn wir jetzt weiterdenken, vielleicht bis zum Jahr 2024 und wir haben das nächste Konjunkturtief, dann sollte die US-Anleiherendite in der Gegend von 0% liegen. Als weiteren Anhaltspunkt dafür, dass die US-Zinsen langfristig Ende weiter sinken würden, trotz der gestiegenen Inflationsrate, ziehe ich auch aus dieser Grafik, die wir gerade gesehen haben, wenn wir da nochmal drauf blicken könnten. Im April dieses Jahres hatte der ISM einen Rekordwert von 64,7 erreicht. Das war dieser Wiedereröffnungsboom in den USA. Und während dieses großen Wirtschaftsbooms, diesem ISM-Wert von 64,7, war die US-Anleiherendite nur auf 1,75% gestiegen. Ich habe daraus geschlossen, weil diese beiden Linien sich so lange so parallel verhalten, dass wenn der ISM wieder sinkt, und das wird er vermutlich wieder gegen 2024, wenn sich die US-Wirtschaft auch mal wieder abschwächen wird, dass dann die Anleiherendite gegen 0% sinken wird. Und deswegen hatte ich im April schon die Vermutung, dass diese 1,75% bei der US-Anleiherendite der höchste Wert für die längere nächste Zeit gewesen sein wird.
Und ich stand damit recht oder stehe immer noch damit recht allein, ganz allein gegen den geballten Sachverstand aller Experten, die Anleiherenditen, also langfristige US-Zinsen von 2,5% im nächsten Jahr wie Goldman Sachs oder 3 bis 4% wie Jamie Dimon von JP Morgan sehen. Also ich nehme mal an, dass die US-Anleiherendite auf 0% in den nächsten 2, 3 Jahren fallen wird. Das wäre jetzt so mein Schluss, den ich aus diesen Argumenten gerade ziehen würde. Und das hat bedeutende Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Wie würde sich denn eine sinkende US-Anleiherendite auf deutsche Aktien auswirken? Sie würde das ganze Bewertungsniveau verschieben. Dazu ein Beispiel. In meiner Jugend kostete ein vermietetes Mehrfamilienhaus zu kaufen etwa die 10- bis 15-fache Jahresmiete. Ergibt also 10 bis 7% Bruttoverzinsung. Das entsprach der damaligen Rendite einer deutschen Bundesanleihe. Heute bei den gesunkenen Zinsen ein Kaufpreis des 30 bis 50-fachen Jahresmiete angemessen, was dann einer Bruttoverzinsung von 3,3 bis 2% ergeben würde. Also das Zinsniveau verschiebt den Bewertungsmaßstab. Und so wäre es auch bei Aktien. Jetzt halte ich es für möglich, dass das, was heute als Spekulationsblase und Vermögenspreisinflation bezeichnet wird, viel zu hohe Aktienkurse, viel zu hohe Immobilienpreise, dass das nur der Beginn ist einer Neubewertung. Wir wachsen dann ganz möglicherweise, wenn diese Überlegungen richtig sind, die ich gerade vorgetragen habe, dass der Langfristzins in den USA, also die Rendite einer US-Staatsanleihe, 10-jährigen, auf Null fällt oder vielleicht sogar darunter, dass dann Vermögenspreise in ganz andere Höhen steigen. Das hat jetzt nichts mit Spekulation oder Inflation zu tun, sondern das ergibt sich einfach aus dem Bewertungsmaßstab. Wenn der Bewertungsmaßstab, der von den Zinsen vorgegeben wird, wenn der Referenzzins 0% ist bis in die nächsten, soweit das Auge reicht, da sind ganz höhere Bewertungen denkbar. Selbst Warren Buffett sagt, bei einem Zins von 0% in alle Ewigkeit wäre ein Kursgewinnverhältnis von 100 angemessen. Also, wenn die Überlegungen richtig sind, die ich mit der US-Anleiherendite angestellt habe, die ich gerade vorgetragen habe, und wir tatsächlich auf diese 0% Anleiherendite gehen, womit ich ganz, relativ von einem ganz Mutterseelen allein dastehe, das habe ich sonst noch keine Prognose in der Richtung gesehen. Das würde bedeuten, dass also Aktien- und Immobilienpreise in ganz neue Höhen reinwachsen. Und dann wäre es, dann, das würde auch Sinn ergeben, dass jetzt die hohen Preise, dass das keine Spekulation ist. Und das sind keine Vermögenspreisinflation, sondern das wäre im Grunde erst der Beginn des Hineinwachsens in eine ganz neue Bewertungsdimension. Wenn diese Überlegungen stimmen. Herr Gebert, vielen herzlichen Dank für Ihren Ausblick. Danke, Frau Annett. Liebe Zuschauer, Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.